Die internationale Funkausstellung in Berlin ist die weltweit bedeutendste Messe für Unterhaltungselektronik. Hier werden die Produkte und Technologien von morgen präsentiert. Dazu zählt ohne Zweifel auch das neue, hochauflösende Antennenfernsehen. DVB-T2 HD wird voraussichtlich ab 2016 schrittweise in Deutschland eingeführt und hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber der aktuellen Technologie DVB-T. DVB-T2 ist ein neuer Standard für das terrestrische Fernsehen, also für das Fernsehen über Antenne. Und es bringt vor allen Dingen den Vorteil, dass man die Sender praktisch stärker komprimieren kann beim Senden. Das heißt, wir können mehr Inhalt an Bildauflösung senden auf der gleichen Bandbreite. Und dies bedeutet, dass ich eben auch in der Lage bin, über das normale Antennenfernsehen dann HD-Inhalte zu empfangen. Technisat zeigt in Berlin gleich drei neue Receiver, die für DVB-T2 HD vorbereitet sind. Beim Digit Isio STC Plus handelt es sich sogar um einen UHD-Receiver mit zahlreichen Zusatzfeatures. Denn Fernsehen in Ultra-HD wird zukünftig immer wichtiger. Erste UHD-Programminhalte sind auch schon verfügbar. Seit dem 4. September sendet der neue UHD-Demo-Kanal UHD1 von Astra und HD Plus sogar unverschlüsselt via Satellit. Das Besondere an dem Digit Isio STC Plus ist, dass wir hier in dem doch sehr kompakten Aluminiumgehäuse eine ganze Menge Technik untergebracht haben. Wir haben im Gerät einen Dreifach-Tuner drin für alle Empfangsarten und das Ganze direkt doppelt. Das heißt also für Satellit, für Kabelfernsehen und auch für das neue Antennenfernsehen DVB-T2 haben wir hier im Gerät alles integriert. Das Ganze natürlich dann auch auf UHD. Die Besonderheit ist, dass das Ganze doppelt drin ist. Das heißt, während Sie eine Sendung anschauen an Ihrem Fernsehgerät, haben Sie natürlich auch noch die Möglichkeit, eine weitere Sendung an eine angeschlossene Festplatte aufzunehmen. Mehr über den Digit Isio STC Plus und weitere Technisat IFA Highlights erfahren Sie auf www.technisat.de.